Dass heute Morgen was wird. Heute ist quasi schon der Abreisetag. Naja, aber besser später als nie. Später als nie? Nee, später als nie. Besser später als nie, genau. Ja, und Into the Microwave, seht ihr ja, ne? So ein cooles Into the Wave. Und das aus Kiel. Wart ihr aus Kiel? Das kriege ich natürlich noch nicht hin. Beziehungsweise es vergrubt fand ich. Aber sowas hier, das passt schon. Definitiv für das ganze Boot hier noch so eine Ruderanlage zusammenbasteln. Sollte aber nicht allzu schwer sein. Dafür kann man Alu nehmen, weil das würde schon passen. Insgesamt schauen, das Meer, das zieht sich schon ein bisschen zurück. Dass ich dann so ungefähr gleich in den Sielen und sowas mit bewegen kann. Der große Vorteil für mich ist, dass hier vorne direkt was lang läuft. Dass ich da dann langsetzen kann. So oder so. Fahrwasser und sowas. Vielen Dank für die ganz schnelle Antwort. Ja. Ich hatte nämlich zwei Kanäle angefragt, die sich hier oben auf dem Meer bewegt haben. Was man hier beachten muss. Na gut, ein Zeitfahren. Was ich jetzt momentan nicht bieten kann, deswegen habe ich aber muss man rausgesucht, wo das ganze Wetter sehr moderat ist. Und dann, wo man hier fahren kann. Dann fahren wir es an. Das mache ich. Das mache ich, soweit ich kann. Man kreuzt lieber ein bisschen zu der Linksrichtung der Welt. Ja.
immer ein guter Test, was ich vorhabe. So, falls euch das Ganze gefällt, jetzt Wasserschlacht. Schreibt ruhig was in die Kommentare und liked das Ganze. Abonniert meinen Kanal. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch sogar die Kiste hier ausleihen. Die Kiste in jedem Fall. Passt schon. Da ist heute Morgen nicht mehr allzu viel Zeit bleiben. Bald müssen wir schon wieder los. Aber für so ein bisschen Gesandtschirm ist auf jeden Fall die Zeit da. Ich hoffe, dass ihr uns noch was sehen könnt. Dass ihr nicht allzu viel Zeug auf der Kamera drauf ist. Toll, dass ihr dabei wart. Vorher hatte ich auch schon die Idee, einmal in der Ostsee, oben im Alls oder Alsen oder wie auch immer, oder Als hinzufahren. Wahrscheinlich spreche ich das komplett falsch aus. Das ist genauso die eine Sache, da wollten wir, das war so ein paar Sommer schon her, da wollte ich nicht mehr gesagt, dann noch nach Tidenhub hatte ich gesagt. Da wollen wir noch hin. Da meinte eine nette Dänin, mit der wir uns unterhalten hatten. War aber ein relativ kurzes Gespräch, weil wir alle dann schnell die Autos aufgesucht hatten, weil ein Gewitter im Anmarsch war. Ich meinte, oh, das ist eine schöne Ecke. Aber es heißt nicht Tidenhub, wie ihr das aussprecht, weil ihr so lebt, sondern das heißt Tidenhub. Das ist viel weicher, als ihr das habt. Boah, ich mach ganz schön Kilometer.